So, hallo an alle zur nächsten Folge von Minecraft Varo und ich habe einen Plan für heute. Zunächst erstmal Plan Nummer 1, nicht sterben. Sollte möglich sein, ich muss mir die Sounds auch stellen. Moment. Okay, ich hab's wieder. Wir beeilen uns, ich habe etwas vor. Etwas Böses. Nein, natürlich nichts Böses. Zunächst mal muss ich hier zurückgehen und ich glaube, ich bin auch hier lang gekommen. Oh, ein Mark aus seinem Bo. Unten drunter, vielleicht zufällig? Ja. Ja. Komm schon, nein, auf Entfernung bleiben. Ja, jetzt haben wir Hügel, nein, bitte nicht. Die Kleinen sollten kein Problem. Endlich eine Magma Cream. Oh, endlich. Ja, Fire Resistance Trunk. Geht doch. Und ja, das muss nichts anderes sein. Ja, wir haben endlich einen Feuerresistenz. Oder was? Wir können einen Feuerresistenztrank brauen. So rum. Wir haben keinen, wir können einen brauen. Und ja, das sind wahnsinnig laut, die Viecher. Was sind die Koordinaten sagen, ich muss ein wenig nach. Nach rechts. Moment mal. Muss ich ohne Scheiß hier lang? Habe ich echt vertan jetzt? Ich muss anscheinend doch nach da. Ich wäre jetzt schon fast wieder zu weit gelaufen. Ja, bin ich von da nicht hergekommen? Was zum... Geier, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ah, stimmt. Stimmt ja. Ich habe mich leider falsch orientiert und deswegen 2 Minuten verschwendet. 2 ganze Minuten verschwendet. Ich weiß wieder, ich musste hier in etwa lang. Dann hier einmal außen rum. So, schnell die Dinger mit ein. Also von roten Pilzen habe ich langsam echt genug. Und die braunen sind eher noch wichtiger an der Stelle. Geht schon. Ich wollte mich eigentlich beeilen, ich hatte was vor für diese Folge. Und zwar... ich muss gerade mal gucken... Baby Zombie? Where? Wie wir... hier so entlang können. Ich hab's nicht in meinem Kopf. Wie bin ich denn hierher gelaufen nochmal? Bin ich echt von hier unten hochgekraxelt? Oder bin ich von hier irgendwo gekommen? Nee. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, ich muss hier irgendwie hoch. Irgend so was. Ich habe einen Plan für heute. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich mich durchgegraben hatte. Aber irgendwo hier war es. Leider kann man das immer so schwer sagen und sehen. War das hier irgendwo? Ha, bingo. Glaube ich jedenfalls. Oder? War das hier? Nee, das war noch nicht hier. Bin ich auch richtig? Ja, das auf jeden Fall. Also. Nach vorne auf jeden Fall, aber ich muss irgendwie mehr so nach links dann. Nee. Das läuft hier so nicht. Ich muss echt mal einen Tacken weiter oder mehr nach vorne. Gibt es nicht noch einen einfacheren Weg? Einfacheren Weg? Irgendwie hier drüber, dann nach rechts. Eigentlich habe ich es ja eilig jetzt gerade mal schon wieder. Ich will keine Fehler machen. Ich glaube, wir müssen mehr so in die Richtung hier. Hier runter. Oder so. Dann irgendwie da drüber. Außenrum.
Ich habe einen äußerst interessanten Plan. Boah, nicht erschrecken. Kann man hier ganz günstig irgendwie drüber kommen? Ich hoffe mal, dass ich mich hier irgendwo hochgebaut hatte. Das sieht nicht gut aus. Ne, gut. Es geht weiter. Schon 5 Minuten hinter uns. Das Portal müsste bald in der Nähe sein. Ich möchte nur zurückgehen und da ganz schnell was holen. Und dann kann ich mich gleich wieder... Ne, kann ich mich auch nicht. Muss es noch was anderes machen. Dann nicht. Ja, ist nicht ganz so leicht. Mal jedes Mal. So, dann machen wir das hier. Sieht nicht gut aus. Aber kann man sich zum Glück gefahrlos runtergraben? Jo. Jo, 5 Minuten habe ich und ich bin auch schon fast da. Fast. Fast. Mann, das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. So, kann ich schon. Ja, komm. Hier drüber. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier vorne muss man sich einfach noch hochstecken. Ups, Pilzsuppe. Die braunen Pilze mitnehmen natürlich. Und wenn ich die braunen Pilze habe, dann kann ich gleich schon weitergehen. Jetzt denken sie ja auch nicht. Oh ja, schön. Schön. Ich muss hier dann wieder Zeug. Knochen schmeiße ich, glaube ich, demnächst echt nur einen Scheiß mal weg. Und mit was soll das? Knochen. So Wölf kann ich eh knicken. So, hier dann einfach hochgehen. Na komm schon, platzieren, jo. Da lang. Da vorne ist irgendwo noch eine andere Festung. Muss ich nicht hier irgendwie durch den Berg durch oder so? Da oben drüber. Ja, das sieht hier irgendwie sehr bekannt aus. Ich glaube, da vorne links um die Kurve. Da lang. Ja, das sieht nicht schlecht aus hier. Da ist das Portal auch schon. Gut, bei 8 Minuten. Das ist schön. Also die Folge veröffentlicht wurde, ich bin echt noch weit in der Hölle in dem Moment. Wenn ich gerade dabei bin. Ein davon. Zack. Und ich muss ohne Scheiß mal mit der Logistik hier klar. Ich muss eher daraus feuern. Unbedingt. Ich muss unbedingt eher daraus feuern. Ich bin gerade mal draußen. Also hier beim Portal, um mir was zu holen. Und was ich mir holen werde, das werden wir gleich sehen. Zombies wahrscheinlich unten drunter. Ah, Spinne, schön. Spinne, komm her, dich brauche ich. Danke, das Spinnenauge wollte ich haben. Mein Inventar ist leider gerade voll. Ich fahre die Erde raus. Und sammle dafür das Spinnenauge ein. Schlechte Zeit, Zombie. Ab zu meiner Kiste. Da wollte ich mich was rausholen. Kacke, was haben die alles gebaut? Zombie, bitte lass mich gerade mal in Ruhe. Bitte lass mich gerade mal in Ruhe. Folgendes, ich brauche hier die Eisenblöcke. Ganz, 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 ganz wichtig. Den Bogen nicht wirklich. Was brauche ich platztechnisch gerade hier in dem Moment? Soweit es geht, kann man das eigentlich so lassen. Fackeln sind Geschmackssache, kann ich es nur so noch rauswerfen, Cobblestones, Nether Bricks und bla, was kann ich zwischenzeitlich rauslegen? Das Sharpness 4, nee, kann ich nicht rauslegen. Dings kann ich auslegen, Gold Ingot, ja. Komm, ich werde nicht dazu kommen, dass ich
Ups. Jemals. Hier nochmal so ein. Warte. Haben die das geändert? Verdammt. Ich kann keine goldene Affe mehr machen. Warum mal liegen? Was dafür? Verdammt, verdammt. Haben die Zeit drin davon? Zucker brauche ich auf jeden Fall. Weil es auch jede Menge Dings. Kann ich mal eine Kiste unten machen? Pro Kiste, soll ich mir so eine Kiste vielleicht mitnehmen? Nee. Nicht lange zögern. Eigentlich suche ich Spinnen. Ich suche Spinnen. Das heißt, wir werden diese Folge nicht in die Hölle zurückgehen, sondern wir werden uns erstmal verziehen. Und versuchen, wenn es geht, nachts zu jagen, beziehungsweise Spinnen zu jagen. Und ich verziehe mich trotz allem erstmal in Richtung sonst wohin. Und ja, die Kiste lasse ich da. Ich brauchte eigentlich nur das Eisen hier. Das war an sich so das Wichtigste. Und Spinnenaugen. Leider habe ich jede Menge weggefeuert. Und leider ist es auch gerade Tag. Und ich kann hier keine Spinnenaugen besorgen. Das ist leider sehr schade. Ich werde wahrscheinlich umherziehen in den Folgen. Und darauf hoffen, dass ich Spinnen kriege. Ja, das ist die Geschichte. Weil ohne die kommen wir nicht allzu weiter. Vielleicht kann ich schon mal anfangen, gleich die gesamte Braugeschichte machen. Und dafür brauche ich auch dann noch Sand. Den können wir auch schon mal mit einsammeln. Und dafür kann ich hier die Bricks rausfahren. Dafür nehme ich Sand oder sack den Sand mit ein. Ja, ich weiß, ich habe hier kein Dings. Keine entsprechende Schaufel, aber das ist egal. Wir müssen wirklich. Es ist so viel, so kaum Platz im Inventar. Und ich sollte nicht unter Wasser bohren, da geht's arschlangsam. Ich weiß, dass es mehr Haltbarkeit abzieht von der Diamantspitzhacke, aber das ist mir gerade mal egal. Ich habe nur noch welche übrig und ja. Da wurden ein paar Flaschen. Die kriegen wir eben nur aus Sand raus, den wir schmelzen. Und ich darf mir auch noch eine zweite kleine Kiste machen. Jeder darf sich eine Doppelkiste sichern. Das heißt, man kann sich auch zwei kleine Kisten machen. Und die können auch am unterschiedlichen Ort stehen. Nur keine Doppelkiste draus machen. Das ist die Geschichte. So, dann. Dings wieder. Und zack. Und ups. Zack. Neue Pilzsuppe. Hungeranzeige lieber auf voll halten. Gut. Schon wieder der nächste. Dann, ja. Heißt es jetzt warten, bis es Nacht ist. Ich hoffe mal, ich logge mich in der nächsten Folge ein, dass es Nacht ist oder auch nicht so. Ah. Problematisch. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal einen Braustand machen. Ich verziehe mich noch einen ganz kleinen Tacken weiter weg. Und schon mal anfangen mit der gesamten Geschichte. Was dann dabei, ja. Ich glaube auch, ich werde wahrscheinlich nicht mit Lava einmal kämpfen. Den kann ich mir eh schon fast sparen oder so. Ich würde sagen, hier ist eigentlich ein ganz guter Ort. Ich werde temporär für zwei Folgen hier einziehen, bis halt natürlich wieder die neueste Folge kommt, das ist klar. Dann muss ich mich nämlich wieder hier verziehen. So, dann kann ich mal ganz kurz Crafting Table, zack. Und ich brauche einen Braustand. Drei von denen und eine Blaze Rod, soweit ich weiß, genau. Schön. Dann einen normalen Ofen, wenn es geht. Auch schön. Aber schon. Ich bin so blöd. Nochmal einen Ofen. Aber ich kann den so nicht rausnehmen. Warum? Und der Ofen, der kommt auch dahin. Und da kommt jetzt der Sand rein. Und durchschmelzen tue ich Kohle, die zufällig gerade nebenan liegt. Oh, ist das praktisch. Zwei Kohle rein. Für die brauche ich eigentlich drei. Ich werde nicht zu viel Zeug mehr rumschleppen, was ich eigentlich nicht brauche. Daraus gibt es Glas und daraus haben wir dann Flaschen. So, dauert ganz kurz, vielleicht schaffen wir es noch, ja, noch ein bisschen, ein kleines bisschen Zeit. Ja. Brauzutaten tue ich schon mal hier oben rein. Pilz auf jeden Fall auch. Gasträne, Nether Ward. Und, verdammt, ich habe noch was vergessen, ich wollte noch Soul Sand mitnehmen. Aber, ja. Ich glaube, die endgültige Vorbereitung wird eh nicht hier sein, dazu verziehen wir uns nochmal woanders hin. Aber so viel später irgendwann mal. Kann ich hier Flaschen, danke. Ja, dann hätten wir hier erstmal Flaschen.
Oh ja. Sollten wir erstmal so belassen können. Dann kann ich noch das Glas zusätzlich mit rausnehmen. Und nächste Portion. Wir werden einen Lagerplatz auch so brauchen, aber ich glaube, ich sollte jetzt noch nicht anfangen zu brauen, sondern nur vorbereiten. Das Brauen mache ich dann an einem anderen Ort, an einem geheimen Ort. Und einen neuen Amboss soll ich mir machen. Der ging so, ne? Genau. Neuen Amboss. Ich muss hier wirklich scharf selektieren, was ich mitnehme, was nicht. Und da ich jetzt mein Eisen habe, kommt nicht vor das Schwert hier weg. Damit ich Platz habe. Ich dachte schon, bling, bling, was soll, geht Hunger Games los? Nein, Glass Bottles 9. Ja, und die Sache ist auch noch die beim Brauen, wird auch nochmal problematisch. Das ist eine Sache, die habe ich nicht bedacht. Verdammt. Verdammt, verdammt. Egal. Läuft so. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part und dann kurz den Flaschen rein. Und Schuss. Erst auslocken. Jetzt an.